Willkommen zu einer neuen Folge des Mem-Tagebuchs. Heute treiben mich gleich zwei Folgen um. Und die erste Folge heute ist, also das Thema der ersten Folge, ist Urheberrecht. Jetzt nicht, weil ich einfach mal ein bisschen darüber schimpfen will, warum mich das Ganze stört und so weiter, sondern es ist sozusagen auch ein bisschen das Fazit von einem Jahr Bücherecke. Ich habe letztlich vor einem Jahr angefangen, meine Idee umzusetzen, dass ich gerne einige Bücher, die mich interessieren, die mir sozusagen grundsätzlich zum Thema Geld oder andere Gesellschaftsordnung oder halt bestimmte Theorien, um Dinge ja plausibler zu erklären, als es vielleicht die Ökonomie heute kann oder tut, halt auch ins Internet zu veröffentlichen, einer anderen Zielpublikum sozusagen per Videolesung zugänglich zu machen und mich einfach mit dem Thema auch nochmal insoweit auseinanderzusetzen, die Bücher ein bisschen einzudampfen, sozusagen die Essenz versuchen daraus zu extrahieren. Und ja, nach einem Jahr bin ich vielleicht auch ein bisschen ernüchtert, was das Thema angeht, nachdem sozusagen das erste Buch, das Anarchiebuch von Horst Sturwasser, ich da eigentlich ziemlich breiten Rahmen bekommen habe. Nach so zwei, drei Mails hin und her mit dem Verlag damals war das okay da, keine weitere große Beschränkung, keine weitere Nachfrage, einfach zu sagen bekommen, okay, wir sind einverstanden, ich kann das Video aufnehmen und hoffen, dass es sozusagen beidseitig nutzt. Ich habe vorhin gerade nochmal durch angeschaut, also das Video hat jetzt nach einem Jahr knapp 600 Views, zumindest die dort gezählt sind. Aber mir ging es ja nicht darum, wie viele das jetzt tatsächlich anschauen, sondern einfach das Thema Anarchie selber auch einfach mit Informationen zu unterfüttern. Und das ist vielleicht so ein einfacher Einstieg als jemand, der sich tatsächlich dieses Buch direkt holt. Und auf der anderen Seite, ich hatte natürlich noch einige andere Bücher, die sich, wie gesagt, mit bestimmten Themen, die mich interessiert haben, beschäftigt haben. Und es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich letztlich die Verlage dort reagiert haben. Das Interessanteste war wahrscheinlich, wie auch das ganze Urheberrecht sozusagen oder die Seite der Verlage jeweils unterschiedlich verstanden wurde. Bei einem Buch war es letztlich so, da habe ich auf die Anfrage so etwa so eine Aussage bekommen in der Form, sie sind ja aufgrund des Urheberrechts gezwungen, sozusagen zu verhindern, dass irgendwie dieses Buch anderweitig benutzt wird oder größere Stücke in andere Form verbreitet werden als sozusagen über den Verlag oder über dieses Buch selber. Und da denke ich mir schon, also wie missverstehen kann man denn das Urheberrecht überhaupt? Von wegen, und da stelle ich mal, dass es zumindest tatsächlich in der Entstehungsgeschichte die Absicht tatsächlich gab, die Autoren als solche sozusagen zu schützen und ihnen Einnahmen zu ermöglichen und von ihrer Arbeit zu leben. Weil das ist ja zumindest immer noch das, was ich sozusagen auf der positiven Seite dem Urheberrecht zugutehalte und unterstelle, dass das die Intention war. Und es vielleicht nicht unbedingt das damit zu tun hat, was heute daraus gemacht wurde. Allerdings beginnt dann schon die erste Frage, die Dauer, wie lange das letztlich geschützt ist, ist ja inzwischen, ich glaube auch in Deutschland, 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Und da frage ich mich, okay, wer soll denn da jetzt eigentlich geschützt werden? Weil die Frage ist, wieso müssen jetzt auch die Angehörigen sozusagen noch in der Hinsicht alimentiert werden, wenn derjenige ein erfolgreicher Autor war, zu sagen, okay, auch die können noch von seinen Tätigkeiten letztlich profitieren. Und letztlich ist die Systematik, in welcher Hinsicht das aus meiner Sicht zumindest das Urheberrecht entwickelt hat, nicht unterschieden letztlich von dem Thema der Kapitaleinkünfte, die ich aber jetzt hier in dem Thema nicht weiter, also in dem Video nicht weiter ausführen möchte. Aber von der Systematik ist es letztlich eine Alimentierung. Und was mir da wichtig ist zu überlegen, inwieweit denn tatsächlich sozusagen diese Beschränkung der Weiterverwendung, die Frage ist, auf welcher Grundlage, mit welchen Überlegungen sollte das tatsächlich passieren? Weil ich habe auch mal eine Dokumentation gesehen, da ging es eher so um Filme, die sozusagen gemacht wurden. Und auch selbst die so Meisterwerke wie irgendwie Star Wars, also die ersten Filme, die sozusagen einen neuen Bereich erschlossen haben. Oder 2001 Odyssee im Weltraum, die
sozusagen in ihrer Form irgendwie ja, Kult geworden sind oder zumindest einen Sonderstatus erreicht haben. Aber letztlich all diese Filme sind nie sozusagen aus dem Nix entstanden. Sie alle, wenn man das nachschaut, hatten ihre Vorläufer, ihre Vorform, ihre bestimmten Analogien, die sozusagen in anderen Filmen schon von weggenommen worden sind. Ja, letztlich ist die Frage eben bei den Filmen, die auch ihre Vorläufer hatten, warum jetzt dieser oder jene Film dann grundsätzlich geschützt ist, weil die Idee oder das, was sozusagen aus anderen Werken entnommen wird, ja dann auch nur bedingt geschützt ist oder gar nicht geschützt wird. Sozusagen jemand, der schon vorher einen ähnlichen Plot geschrieben hat, aber aufgrund seiner, seines Umfeldes oder aufgrund des Verlages, in dem er veröffentlicht hat, letztlich nie bekannt geworden ist. Und dann jemand anders, der vielleicht das Glück hatte, schon die einen oder anderen guten Verbindungen zu haben und dann den Durchbruch damit schafft. Das heißt, die Frage ist auch so aus dem wissenschaftlichen Bereich, das Thema, es ist immer die Aussage, wir stehen sozusagen auf den Schultern von Riesen. Unsere Kultur ist schon Jahrtausende alt und hat so viele Dinge entwickelt und hält Dinge für uns bereit, die wir letztlich nutzen können und darauf zurückgreifen. Und jetzt haben wir plötzlich in der Gegenwart so diesen Cut. Das heißt, es ist erst das verfügbar, was sozusagen letztlich 70 Jahre nachdem der Autor oder der Schaffer dieses Werkes gestorben ist. In den USA ist das Ganze ja noch ein bisschen schwieriger, weil das sozusagen dann an Unternehmen verkauft wird. Und also im Gegensatz zu Deutschland, wo das Urheberrecht sozusagen nicht von der Person wirklich gelöst werden kann, sondern nur Nutzungsrechte eingeräumt werden können, ist es in den USA ja noch, das kann komplett an Firmen übertragen werden, wobei dort aber eben dieses Lebensalter an der Ursprungsperson trotzdem noch irgendwie gekoppelt ist. Aber wer weiß, ob das bleibt. Und ja, für mich ist das einfach ein Riesenkritikpunkt zu sagen, was kommt da für einen Stopp oder was ist im Endeffekt schon für einen Stopp entstanden gegenüber der vielfältigen Möglichkeiten, die ich glaube im Internet, ich weiß nicht, ob das in der zur Internetblase sozusagen damals Mix, Rip and Burn sozusagen auch so ein bisschen diese Content-Politik zu sagen, ey, da finde ich irgendwas im Internet, mit dem fange ich irgendwas an, mache da was Neues draus, mixe das irgendwie zusammen und gebe dem eventuell neuen Kontext, einen neuen Rahmen, neue Informationen. Oder ich verkürze einfach was sozusagen auf ja, eben interessante Meme, die sich dann vielleicht stärker verbreiten als der eigentliche Inhalt. Aber all diese Dinge sind aus meiner Sicht eben durch das Urheberrecht insbesondere so, wie es heute ja, fungiert, wie es heute genutzt werden kann, beschränkt, was ich persönlich sehr schade finde. Wie gesagt, um auf die Bücher zurückzukommen, eben der Anstoß, warum mich das Thema einfach nochmal interessiert und ich als Resümee sozusagen die Ernüchterung nach 12 Monaten und verschiedenen Mail-Austausch mit einzelnen Verlagen. Manche, muss ich sagen, okay, die waren ganz fair, die waren ehrlich, die haben gesagt, okay, sie betrachten so ein Video halt als Konkurrenz, weil sie das Buch noch als Audiobook letztendlich vertreiben wollen. Das heißt, sozusagen da ist das Format dann doch zu ähnlich, als wenn ich da größere Teile vorlesen würde. Haben grundsätzlich aber gesagt, dass ich natürlich das Thema als solches besprechen würde. Also als Werbung gerne gesehen, aber wehe, es wird der Umsatz dabei letztlich gefährdet. Das soll natürlich nicht stattfinden. Und darüber hinaus gilt das Ganze natürlich genauso für Markenrechte, also Markenschutz und Patentrecht. Also das klassische Argument, wo immer gesagt wird, ja, ohne Patentrecht würden keine Medikamente entwickelt werden und so weiter. Ich denke mir, wenn das die einzige Grundlage ist, dass Medikamente entwickelt werden, dann sollten wir auf die Medikamente vielleicht auch besser verzichten. Weil das, was sozusagen nur wenigen Menschen hilft und am Ende doch keinen Gewinn erwarten lässt, wird ja eh nicht entwickelt. Also das ist aus meiner Sicht nicht wirklich das klare Argument zu sagen, der Patentschutz würde uns die besseren Medikamente verschaffen. Und es gibt ja auch einzelne Untersuchungen hier, dass letztlich das Patentrecht nur in der Hinsicht genutzt wird, neue Medikamente, teilweise nicht mal unbedingt mit neuen Wirkstoffen auf den Markt zu bringen, weil ältere auslaufen und damit man wieder letztlich diese Schutzfristen nutzen kann. Also aus freiheitlicher Sicht halte ich letztlich von diesen ganzen Elementen gar nichts, die was jeder Mensch, also sei es Erfinder, sei es Autor, sei es sonst irgendein Kreativer,
Er basiert, wie gesagt, aus meiner Sicht auf einer Kultur, auf einem Wissen, auf Informationen, die teilweise Jahrhunderte und Jahrtausende alt sind. Und wenn er diese letztlich nicht so kostenfrei nutzen könnte, könnte er auch seine Werke auch nicht in der Form schaffen oder verbreiten oder in irgendeiner Form nutzbar machen. Und deshalb, ja, mein Plädoyer wäre auf jeden Fall dazu, weiter in die Richtung zu gehen, Thema Open Content. Das geht ja eben bis hin in die Technik, dass auch dort Dinge patentfrei geschaffen werden. Und natürlich, niemand muss mit mir diskutieren, zu sagen, diese Leute brauchen doch letztlich etwas, womit sie für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Und das ist halt bei uns leider immer noch das primäre, das Erwerbseinkommen, weil wir kaum andere Möglichkeiten haben, uns ja in unserer vernetzten und arbeitsteiligen Welt sozusagen gegenseitig zu versorgen. Und ganz klar, also ich möchte nicht zurück in eine Subsistenzwirtschaft, in der letztlich die Dinge, die ich hier auch mache, Videos zu produzieren, Vorträge zu halten, mich mit Ideen auseinanderzusetzen, Visionen zu entwickeln. Das könnte ich nicht, wenn ich mich tagtäglich letztlich um meine Ernährung sorgen müsste. Und zwar in der Form, dass ich auf irgendeinem Feld arbeite und ja auch keine Maschinen einsetzen könnte, weil ich selber könnte nie alleine in meiner Lebenszeit überhaupt einen einzigen Trecker produzieren. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht könnte ich es noch hinschaffen, irgendeinen Flug zusammenzuzimmern. Vielleicht mit der Hilfe eines Schmiedes oder je nachdem. Also wir haben schon unglaubliche Vorteile durch die Arbeitsteilung. Und wir sollten darauf achten, dass letztlich diese Information und das Wissen, auf dem dieses alles basiert, auch weiterhin zugänglich bleibt und nicht in den Händen weniger Großkonzerne dann liegt, weil die Anwälte haben. Soweit das erste Thema, einfach mal darüber nachzudenken. Ist das Urheberrecht zum einen, was soll es schützen? Und ist es in der Hinsicht erfolgreich, dass es das, was es schützen soll, wirklich schützt? Und wenn nicht, dann ist die Frage, was wären die Alternativen? Also wie lässt sich es regeln, dass ein Autor, ein Content-Produzent, ein Erfinder, ein Entwickler sozusagen angemessen, was auch immer das wieder heißt, entlohnt werden und ihren Lebensunterhalt fristen können, um diese Dinge zu tun, ohne dass die negativen Effekte überwiegen, indem sich dann andere Gruppen, sei es zum Beispiel in der Computerindustrie, ist es ja zum Beispiel sehr spannend, was die Chiphersteller und Grafikkartenhersteller und so weiter, wie sich dann gegenseitig ihre Patentschlachten und Rechtsanwälte sozusagen auf den Hals hetzen, einfach um sozusagen auch die anderen daran zu hindern, dass Erkenntnisse genutzt werden, solange sie nicht dafür auch weiter bezahlen. Und ja, einfach mal zum Nachdenken für heute, für das erste Video. Und ja, viel Spaß dabei. Tschüss.